Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind wieder mal dabei, unsere Weekend League Belohnungen abzuholen. Ich musste vorhin, oder ich konnte vorhin, ich wollte schon ein paar Stunden, was heißt paar Stunden, eine Stunde oder anderthalb Stunden, eher wollte ich schon eigentlich eine Aufnahme machen und das Ganze erledigen, aber man konnte nicht in Ultimate Team rein, weil dann immer kam, es muss ein Kader-Update runtergeladen und dieses Update wurde aber nicht runtergeladen und es ging einfach nicht weiter und deswegen konnte man nicht rein in Ultimate Team. Das wurde aber jetzt, wie es aussieht, gefixt, das Problem. Und ich hoffe mal, dass es jetzt runtergeladen wird. Komm. Oh. Kurz, ganz kurz hatte ich Angst, weil es halt nicht direkt losging. Ach, verdammt, jetzt habe ich nichts zu trinken hier. Egal. Das geht auch ohne. Hoffe ich. Ansonsten hole ich mir schnell was. Okay. Ich gibt auch, ich habe auch wieder ein, zwei neue Spieler. Ich glaube zwei. Den einen hatte ich, glaube ich, angekündigt, den einen Spieler, den anderen nicht. Den werdet ihr dann gleich sehen. Ich werde jetzt die Belohnungen aufmachen, dann werden wir wahrscheinlich noch ein Spiel spielen und dann, ja, werdet ihr die Spieler sehen. Ach ja, wir waren ja nur Gold 2, wir waren ja gar nicht Gold 1. Ich dachte gerade, wir wären. Turnierdetails, bitte. Es gibt keine, aber bekommt man nur 2000 Münzen. Ich dachte, ich wäre Gold 1. Stimmt, wir haben ja nur Gold 2 geschafft. Naja, besser als nichts. Müssen wir nicht so viel Packs aufmachen. Ich habe ja Glück, weil da ist irgendwas Geiles drin. Ich glaube, im Team of the Week ist Ronaldo und Neymar drin, glaube ich. Also rein theoretischerweise könnte man einen ganz, ganz großen Coup treffen. Hätte auch nichts gegen einen normalen Messi oder so, aber mal schauen. Ich hätte vor allem gerne mal ein Walkout. Wir haben noch nie ein Walkout gehabt in dem Team. Was ist das? Oh, beste Spieler 80er Torhüter. Das ist natürlich krass. Da wird überhaupt nichts wert sein. Wenn er nicht gerade in irgendeiner Squad-Building-Challenge gebraucht wird, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. 1-4, 1-1, 59, nichts wert. Halt an den Verein. Danach ein wahrscheinlich wertloser linker Flügel. Spieler der mexikanischen Liga. Auf Transfer. Ach, jetzt habe ich auf Send wieder gedrückt. Oh. Er wird halt nichts wert sein. Boah, was dauert das denn so lang? Das ist kein gutes Zeichen. Also ich meine, wenigstens konnte ich mir die Belohnungen abholen, aber wer weiß, was da los ist. Ich will jetzt die anderen nicht alle nachgucken, hab keinen Bock drauf. Schick mal einfach so drauf. Dauert alles relativ lang. Aber ich habe meiner Meinung nach nichts an, downloadmäßig oder so. Oh, der ist vielleicht was wert. Denier, zeig mal deine. Oh, ich glaube, der ist was wert. Guckt euch das mal an. Aber das hat auch, das ist auch ein geiler Innenverteidiger für einen Silberner. Für einen Silbernen. 78er Tempo, also 78 Tempo, 50 Defense und 30 Physis, nicht schlecht. 8000, 8000, 7,5, 5000, 6000. 5000, 5000. Warum wurden denn gerade so teure reingestellt? Ich stelle manchmal für 4,5 rein. Ich meine, 4,5 ist natürlich ein genialer Preis. Ich meine, die bekommen nicht mal für die meisten Goldspieler. Denier. Was denied er denn? Ah, ich habe immer das Gefühl, es läuft lang, Mann. Ich will noch ein Spiel machen. Nicht, dass es dann wieder nicht geht. Megasets, komm jetzt! Oh, es dauert lang, aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen, habe ich gehört, wenn es lange dauert. Aber ich glaube, es dauert gerade einfach nur lang, weil irgendwas mit den Servern nicht stimmt. Kein krasser Spieler. Der Beste! Ein 78er! Oh nein! Das war ja ein Zeichen, dass es richtig, richtig scheiße ist. Ein 78er ist der Beste. Herzlichen Glückwunsch. Allerherzlichsten Glückwunsch. Ach du Scheiße. Gott. Das ist, glaube ich, das beste, das schlechteste Megapack, was wir bisher aufgemacht haben, oder? Heißt das Megapack, wie auch immer. Also das beste, das schlechteste, was soll ich denn das beste sagen? Das schlechteste Pack seiner Art, was wir bisher aufgemacht haben, würde ich sagen. Haben richtig viele Spieler, aber halt nur Schrott, nur Schrott. Ich habe ja Glück und die.
1000, 950. Jetzt haben wir ja Glück und der eine seltene Silberspieler ist was wert. Oh, was dauert denn das so lang? Fuck! Munir. Bin echt gespannt, was der Latenzbalken anzeigt. Wenn wir dann spielen wollen. Chiatarella, ziemlich schnell für einen zentralen Mittelfeldspieler, aber ist halt nur 69er. Aber könnte was wert sein. 800, 700. Naja, seltene Silberspieler verkaufe ich immer für Minimum 1000, wenn sie nicht gerade für noch mehr weggehen. Deswegen stelle ich mal für 1000 rein. Verträge sind natürlich toll. Der ist wahrscheinlich gar nichts wert. Oh, 1-2. Es gibt ihn nur einmal für 1-2. Dann stellen wir ihn mal für. Moment mal, wenn der für 1-2 weg. Ah, nee, der wird nicht für mehr weg. Ich mache mal 1000, komm. Aber es ist halt komisch, dass es ihn nur einmal auf dem Transfermarkt gibt. Viele seltene Goldverträge, toll. Mir wären aber noch ein paar geile seltene Goldspieler lieber gewesen. 1, 2, 1001. Ja, die bekommen wir wieder für 1000 los. Na gut, dann eben. Es zurück, nur 1000. So, und. Ne, ich kann mal. Ich bin gerade verwirrt gewesen. Warum wollte ich hier nochmal nachschauen? Wir wissen doch, dass er für 1000 verkauft wird. LF zu LM, sehr gut, die habe ich gern. Auch RF zu RM nehme ich gern mit, weil ich die selber im Verein brauchen kann. Oh, Itobe nochmal. Na toll, die müssen wir jetzt wahrscheinlich für ziemlich wenig verkaufen. 950, 900. Ich stelle ihn für 800 rein. Russische Liga, also es geht zwar eigentlich nie weg, aber manchmal, wenn man ganz, ganz viel Glück hat, dann wird es für 200 gekauft. Wer das kauft, warum, ich habe keine Ahnung. Gut, der Rest kann alles in den Verein. Tja, es war eigentlich ein sehr trauriges, muss man sagen, ein sehr, sehr trauriges Pack-Opening. So, den Spieler wollte ich. Ne, Moment mal. Der war noch ein Goldspieler, den ich nochmal nachgucken wollte. Hallo? Was sind das so durcheinander? Müsste nicht ganz von der seltene Goldspieler. Hä? War da nicht ein seltener Goldspieler dabei, den ich nachschauen wollte? Oder war es ein Silberspieler? Ach nee, ich habe nur einfach auf Senden gedrückt und ach ja, der ist jetzt für 150 oder so eingestellt worden. Ah, oh, fuck. Egal. Online-Saison. Online-Spielen. Gut, also, mein neuer Spieler ist. Es fällt nicht auf. Na, was ist der neue Spieler? Es fällt nicht auf. Einfach, weil es die zweite Info ist. Es ist Piszczek. Warum hat ein Piszczek kein geiles Bild? Was ist da einfach das Standardbild? Genau wie bei Hector fällt mir gerade auf. What? Was ist denn los bei denen? Naja, okay. Leider ist es kein geiles Bild, aber. Inform Piss. Second Inform, sorry. Second Inform Pisscheck. Jetzt natürlich noch geiler, noch beastiger, noch krasser. Und das Lustige ist, ich habe den billiger gekriegt als den Inform damals. Die Inform habe ich damals für 150.000 gekauft. Und der hat gerade mal 140.000 gekauft. Aber es gibt halt jetzt diese Inform-Alternative, deswegen vielleicht. Ist egal, wir geben ihm natürlich Shadow. Ich hoffe, ich habe noch Shadow. Ja. Also, er ist ein Außenverteidiger, er ist nicht super schnell. Und Shadow ist da einfach das Nonplusultra. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist der neue Spieler in der Bundesliga. Wir spielen übrigens mit der Bundesliga, wie es aussieht. Ich hätte mich fast ein bisschen mehr darüber gefreut, jetzt mit der englischen Liga spielen zu können. Weil in der englischen Liga haben wir als neuen Spieler, aber ich glaube, das hatte ich angekündigt, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar. Eriksen! Und es ist, glaube ich, die vierte Inform von ihr. Mega krass. 88er, sehr geile Werte. Und er hat halt auch einen richtig geilen Flankenwert. Ich hoffe halt, er bringt konstante gute Flanken nach Ecken auf Benteke, auf Second In von Benteke. Er ist beidfüßig, er hat
mega krassen Distanzschuss, guckt seine Werte an, 91 Dribbling, 87 Schuss, 93 Pass. Interessanterweise, ich habe ihn schon genauso gekauft als ZM und Hunter, natürlich machen wir noch zum ZOM, aber ich werde Hunter erstmal drauf lassen. Es gab, glaube ich, zwei Chemistry Styles, die interessant waren bei seinen Ingame-Stats, das war einmal Hunter und das andere war, glaube ich, was war denn das? Sniper, glaube ich. Ja, Hunter oder Sniper, weil die beiden Chemistry Styles vor allem den Abschlusswert und den Stellungswert boosten und das ist halt noch so ein bisschen schlecht bei ihm, vergleichsweise gesehen. Dribbling und Pass ist eigentlich schon mega geil, deswegen Hunter macht halt auch das Tempo nochmal besser, weil er ja auch nicht das beste Tempo hat. Und da ich ihn mit Hunter gekauft habe und Hunter halt 5000 Coins wert ist, werde ich ihn natürlich erstmal mit Hunter testen. Wenn ich halt merke, dass ich irgendwas anderes lieber brauche bei ihm, dann ja, machen wir halt nochmal den Wechsel, das ist ja kein Stress. Ach ja, jetzt können wir ihn ja nicht so finden, weil er ist ja gar kein ZOM, er ist ja ein ZM. Haben wir durch Zufall noch eine ZM zu ZOM-Karte? Ich würde behaupten, ja. Passt mal auf. Nein, fuck. Oh, ich glaube, dann kaufe ich mir den aber direkt, weil ich sonst vergessen werde. Piss-Check, komm mal auf die Bank. Okay. Was war's? ZM zu ZOM. Ich bin zu weit, ich bin zu weit. ZM? Hä? ZM zu ZDM, ZM zu ZOM. Bitte sei billig. 650, okay, die braucht keiner, wie es aussieht. Einmal für 500, ich bin die Glücksmarie. Gut, dann machen wir jetzt ein Spiel mit der Bundesliga. Und ja, Piszczek brauchen wir nicht wirklich testen. Also was will man da testen? Dass der besser als Inform Piszczek ist, also ist ja klar. Das ist jetzt halt nicht so spannend, denke ich mal. Was hat eigentlich unser Arnautovic für eine Verletzung? Eine Partie Fuß, okay. Ja, Eriksen ist dann schon interessanter zu testen, vor allem im Zusammenspiel mit Benteke, vor allem nach Ecken. Ich bin echt gespannt, ob Benteke wieder so durchdreht mit seinen Kopfbällen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, Malik muss auch mal langsam wieder ein bisschen durch, wobei der hatte, glaube ich, im vorletzten Spiel oder so, da hatte er erst, ah, ich wollte mal nach meinem Getränk greifen, aber ich habe ja keins mehr. Verdammt. Ich glaube, ich muss mir echt noch was, oh, ich hab's geahnt. Ich wusste es, dass die Latenz scheiße ist. Ich hab's gewusst. Fuck. Moment mal, ich hole mir jetzt was zu trinken und dann schaue ich weiter. Ich mach schnell, ich mach, oder gucke ich zuerst nach der Latenz? Moment mal, ich mache jetzt mal so, ich werde jetzt erstmal die schauen, ob der nächste Gegner auch wieder eine rote Latenz hat und ob es ein anderer Gegner ist, dann weiß ich, dass es vielleicht doch an mir liegt, weil wie gesagt, meiner Meinung nach war auch mit dem Menü alles langsam, aber ich wüsste halt nicht, was ich jetzt runterlade oder so. Das wäre mir eigentlich komplett neu, dass ich gerade was runterlade oder hochlade. Es kann halt auch durch Zufall an dem Gegner gerade gelegen haben, dass die Latenz schlecht war. Aber wenn halt die Latenz schlecht ist, beim nächsten, wo es dann ein anderer Gegner ist, dann würde ich halt jetzt erstmal gucken, ob es an mir liegt. Wenn es an mir liegt, halt ausmachen, was das verursacht. Vielleicht lädt ja doch Steam wieder irgendwas runter. Und würde mir in der Zeit was zu trinken holen. Ansonsten, wenn jetzt der Gegner grün ist, dann würde ich mir etwas zu trinken holen gehen. Vielleicht sollte ich aber einfach jetzt mir was zu trinken holen gehen, während der Gegner gesucht wird. Das findet man wohl gar keinen mehr. Ich hole mir was zu trinken, es dauert mir zu lang. Bis gleich. Okay, wie ich sehe, gleicher Gegner, rote Latenz. Es muss also nicht an mir liegen. Es kann, es muss aber nicht. Und der Gegner wollte auch spielen. Also wenn es an mir gelegen hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der Gegner
die Probleme gegen andere Spieler nicht hat. Und dann würde er ja nicht gegen jemanden spielen wollen, der. Oh, es liegt wahrscheinlich doch an mir. Fuck. Der, wobei, der hat auch fertig gedrückt. Es kann auch sein, dass die gerade Serverprobleme haben und es liegt an EA. Das kann natürlich auch sein. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen mal in das Knockout-Turnier rein und schauen, ob in dem Knockout-Turnier die Latenz auch schlecht ist. Oder ob das halt wirklich an mir lag. Also ich würde halt jetzt gucken, ob es an mir lag, wenn das jetzt hier auch kommen würde. Krass. Hier geht's also. Ich habe jetzt keinen Bock, ein ganzes Turnier zu spielen. Ich probiere es jetzt noch einmal aus. Ich probiere es noch einmal aus in der normalen Liga. Wenn ich da jetzt wieder rote Latenz habe, dann spiele ich halt Knockout-Turnier und hoffe, dass ich in der ersten Runde rausfliege und nicht weiterspielen muss. Boah, hab so lange nicht kein Knockout mehr gespielt. So, ich gucke jetzt noch einmal hier, ob wir jemanden finden, der volle grüne Latenz. Aber gut, dann weiß ich nämlich, es liegt nicht an mir. Das, ja, hatte ich gehofft. Dann ist es trotzdem merkwürdig, dass es teilweise so langsam war im Spiel. Und grüne Latenz, sehr gut, 2016er. Oh nein, er drückt einfach durch mit Rot, mit dunklem Rot gegen Schwarz. Ich habe kein gutes Gefühl. Bitte sei kein Abbrecher. Bitte sei kein Abbrecher. Bitte nicht. Ah, und. Oh, es ist auch kein gutes Zeichen, dass wir das Bild einfach nicht sehen. Hallo? Okay, es ist ein normales Team. Es ist sogar ein relativ waches Team. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mir das anzugucken. Vielen Dank. Aber egal, wir konzentrieren uns, wir wollen gut spielen, wir wollen gewinnen, wir wollen Pisscheck testen. Na gut, den können wir kaum testen, aber hoffen, dass Mali und Müller gut funktionieren. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Also, das heißt lang, halt eine Woche oder so. Also nicht mal eine Woche. In der letzten Weekend League halten, heute ist Donnerstag. Gut gemacht von Pisscheck. Mist, da habe ich jetzt echt gedacht, den knallert der Reus rein. Das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, den macht er jetzt, aber war dann leider nicht so. Oh, das hat er gut gemacht. Die Schussdeutsche, mit der habe ich nicht gerechnet. Jetzt hat der Schuss wieder abgefälscht. Krass, ich habe das denn da an den Bäder vorbeizukommen? Ich weiß nicht, wer der da als Außenverteidiger hat, aber es muss jemand ziemlich Schnelles gewesen sein. Habe auf Passen gedrückt, er macht es halt einfach wieder nicht. Okay, auch jemand, der gerne schnell rumrennt, wie es aussieht. Schön gemacht für Mali. Er macht es nicht schlecht bisher, leider. Lacazette ist natürlich ein gefährlicher Stürmer. Eigentlich schön gemacht von Vidal. Das war ein aufgezogener, gelupfter Pass. Seid ihr dumm? Wär so durch gewesen, Reus. Geil.
Schade. Aber es geht immer in die Ecke, auch wenn die eigentlich fast nichts wert ist in der Bundesliga. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich vielleicht doch versuchen sollte mit reintribbeln und so, ob dann nicht vielleicht das in der Bundesliga besser funktionieren könnte. Gerade mit Reus oder Dembélé, die sind ja ziemlich schnell. Der Gegner spielt nicht schlecht, er hat zwar kein gutes, also vergleichsweise kein gutes Team, aber er spielt halt entsprechend. Aber er rennt immer sehr aggressiv auf jeden Fall auf den Ballführer drauf, das merkt man schon. Oh ja, armer Glück, das war dumm. Auf den sollte ich auch nicht, wollte ich auch nicht spielen, ich wollte ins Mittelfeld spielen. Kein Foul, okay. Krass gemacht, wie den Ball da vorbeizieht. Sehr ausgeglichenes Spiel, da kann ich schon froh sein, dass der Gegner nicht so ein gutes Team hat. Er macht viel über seine Pace auf jeden Fall. Muss ihn, glaube ich, einfach einen Tick mehr laufen lassen, dann muss er mehr Räume aufmachen. Bin nicht ganz zufrieden. Ich denke halt, in dem Spiel wäre mehr drin gewesen. Hat zwar nichts weiter zugelassen, aber wie gesagt, ich denke, er wäre halt auch offensiv von meiner Seite aus einfach mehr drin gewesen. Gerade solche Fehler muss ich halt eigentlich viel besser bestrafen. Sucht halt auch einfach blöd in die Spitze seine Pace zu bringen. So wie ich jetzt. Merkwürdiger Eckball, aber es war ein Eckball. So, wer würde denn jetzt kommen? Das ist doch eigentlich blöd, wenn jetzt hier. Das ist doch nicht Trippelsteig. Ich muss doch eigentlich jemanden nehmen, der da Trippelsteig ist. Wer kommt jetzt? Ah, jetzt kommt Dembélé, das ist schon besser. Und es hat sich richtig gelohnt und gut funktioniert.
Das ging ans Alu, das hat gar nicht Buttland gehalten, krass. Glück, doppelt. Schön gemacht mit Pisscheck. Ich überlege, ob ich halt eine andere Formation spiele. Aber eigentlich bin ich nicht unbedingt zufrieden mit der, aber. Ja, es war natürlich ein Feuer, klar. Oh, das war krass gespielt. Das war krass gespielt. Größte Chance im Spiel auf jeden Fall. Richtig krass gespielt. Ich überlege halt echt, ob ich eine andere Formation probiere. Ich komme halt nicht wirklich durch. Würde schon gern gewinnen. Ja, ich glaube, ich probiere mal die 4-1-2-1-2. Habe ich gerade die Flanke auf Müll. Ah ja, ist eigentlich egal, ob Mali oder auf Reus macht, die sind beide nicht so groß. Ich glaube, Reus ist noch ein Tick größer. Oh, das war natürlich geiles Glück. Schon deutlich besser. Oh, schöner Schuss von Mali. Och Mann! Wieder eine gute Situation für einen Distanzschuss. Fuck. Oh, geil, wie genau in der wichtigen Situation halt Vidal wieder den Ball nicht unter Kontrolle bekommt. So geil. Hummels, Hummels, Schusstäuschung im eigenen im gegnerischen Strafraum und dann noch. Eieiei. Ja, trotzdem mal wechseln, egal. Dembele. So,
Batterie. Ich glaube, das ist Müller, der jetzt kommt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Nein, das war natürlich der falsche Spieler, zu dem wollte ich nicht spielen. Nice Luck. Mali macht's schön durchkombiniert. Aber ich glaube, das wäre mit einer anderen Formation nicht geglückt. Also das musste ich mit der machen. Mit der 4-1-2-1. Ist nicht verdient. Ich denke, ein Unentschieden wäre absolut leistungsgerecht gewesen in dem Spiel. Ist kein verdienter. Wobei ich natürlich schon am Ende hier eine schöne Druckphase hatte, muss man zugeben. Aber der Gegner hatte auch ein, zwei gute Situationen und ein, zwei gute Chancen. Also insgesamt aufs Spiel betrachtet, denke ich, ist hier ein Unentschieden schon gerechter. Jetzt will ich mir den Sieg logischerweise auch nicht mehr nehmen lassen. Das erste Foul vom Gegner an mir. Nice, nicht ganz verdient, aber ich freue mich trotzdem über den Sieg. Oh, ich habe Bock, noch ein Spiel zu machen. Ich glaube, ich mache einfach in der Aufnahme noch eins. Scheiß drauf. Tore, Mali, Vorlagen. Müller, wer sonst? Der Eingewechselte. Und zwar jetzt kein schwieriges Tor von Mali, aber er hat auch keine Ausdauer mehr und ich bin froh, dass er ihn gemacht hat. Immerhin. Bentaleb ist verletzt. Was ist da denn wieder los? Eine Partie Oberkörper. Aber da wir jetzt sowieso Bundes. Quatsch. Dingens hier, die spielen, ist das ja nicht schlimm. Und ich kann Eriksen testen, darauf freue ich mich. Wenigstens ein Spiel jetzt noch, bevor die Weekend League wieder losgeht. Weil nach der Aufnahme werde ich dann nicht noch eine Aufnahme heute machen, sondern erst wieder mit der nächsten Weekend League. Und da hoffentlich werde ich dann besser abschneiden als letzte Woche und generell halt versuchen, mein Bestes zu geben, um Elite 3 im Monat zu schaffen. Das wäre halt schon sehr sexy. Moment mal, sind jetzt auch alle auf der Bank hier? Ist Mali auch da? Ja, da ist Mali. Ja, es scheint Sieg aus. Halt, Bendaleb ist noch verletzt. Ach so, na hoffentlich finden wir jetzt überhaupt einen schnellen Gegner, sonst ja, wird es nicht mehr mit der Aufnahme. Fällt mir gerade zu spontan ein. Weil noch eine Aufnahme mache ich jetzt nicht. Wenn, dann würde ich jetzt einfach nur hier eine ultra lange wieder machen. Ah, ich hab's geahnt, okay. Was die Gegner immer sollen. Es kann auch nicht sein, dass keiner da ist, der aus der Nähe ist. Also anders, wie gesagt, kann ich mir nicht erklären. Aber ich fange jetzt auch nicht an, noch ein Spiel Knockout League zu spielen, weil das würde ja bedeuten, dass ich dann, wenn ich es gewinne, einfach meine Chance sausen lasse. Das Turnier zu gewinnen, das wäre dann, das würde gegen meine Ehre gehen, das funktioniert nicht.
Ja, wie lange gebe ich jetzt Zeit? Ist immer das Gleiche, oder? Ja, ist immer das Gleiche. Gegen den spiele ich nicht. Ich weiß nicht, noch ein, zwei Minuten vielleicht noch. Ich gucke jetzt auf meine Uhr, das ist jetzt gerade. Auf meinem Timer ist jetzt gerade 35, also maximal noch bis 37. Das ist echt lange eigentlich, aber ich habe gerade Lust auf noch ein Spiel. Aber wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es. Ich meine, es wird so schon total lang werden, wenn es jetzt klappen würde. Dann würde das wahrscheinlich schon über 50 Minuten gehen. Es sei denn, ich schieße dem Typ da 5 Tore innerhalb von 20 Minuten rein, dann quittet er auch vorher schon. Aber erstmal schauen. 90 Sekunden noch. Noch schlechter. Oh, das ist glaube ich der Typ, den wir schon vorhin gehabt haben, oder? Minute 20. Eriksen. Ich bin echt gespannt. Der normale Eriksen, den hatte ich ja schon getestet. Der war okay. Aber nichts Besonderes. Den habe ich dann getauscht. Ich glaube, der hat keine wirklichen Scorerpunkte erzeugt. Er hat sich ganz gut angefühlt am Ball. Aber das ist halt, glaube ich, die vierte Inform von ihm. Und hat dann einfach nur mega krasse Werte. Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, wenn der nicht funktioniert, hätte ich auch kein Problem damit, dann am Ende wieder auf De Bruyne zurückzukehren. Dann nehme ich halt, ich würde halt lieber eine Inform nehmen, weil der normale De Bruyne ist halt relativ teuer und ich weiß halt, der wird halt im Preis sinken, logischerweise. Und ich kann mir halt nie von De Bruyne die Inform leisten. Das ist auch so ein Problem. Ich werde mir nie von De Bruyne die Inform leisten können, weil die, also theoretischerweise vielleicht schon, wenn ich alles andere verkaufe, aber das wäre Quatsch und sinnlos. Oder wenn ich mal totales Pack-Luck hätte und irgendeinen mega krassen Spieler im Pack ziehe, aber ich glaube, dann würde ich das auch nicht ausgeben für De Bruyne. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwelche mega krassen Stürmer probieren und halt irgendwelche mega krassen Stürmer spielen. Aber ja, das ist jetzt nicht so. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich doch Knockout spiele, weil da werde ich wahrscheinlich ganz easy jemanden finden mit guter Latenz und kann noch ein Spiel machen. Okay, also jetzt noch einmal, letzter Gegner. Wenn ich jetzt hier keinen finde, dann mache ich Knockout. Ich will einfach jetzt noch ein Spiel machen, fuck man. Genau, ich werde halt wahrscheinlich nie die Inform De Bruyne, weil bevor ich das mache, kaufe ich mir irgendeinen geilen, krassen Stürmer oder so. Wenn ich mir wirklich mal eine Karte für so einen Wert holen wollen würde. Und von daher will ich eigentlich nicht unbedingt De Bruyne haben. Ich hätte da lieber eine Inform, die, wenn ich sie mal irgendwann verkaufen sollte, mir halt wahrscheinlich Plus bringt. Aber zur Not würde ich De Bruyne nehmen, weil ich weiß, der funktioniert. Der hat, glaube ich, auch mit dem anderen Champions League, den ich ihm gegeben hatte. Ich glaube, ich habe ihn damit mit Deadeye gespielt. Da hat er gut funktioniert. Und vorher hat er ja auch schon funktioniert mit seinen Flanken. Nur halt, er hat nicht die, seine Torschanken hat er nicht so gut genutzt gehabt. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass er mit dem Deadeye Champions League Style das gut funktioniert hat. Und ja, den würde ich halt zur Not wieder nehmen. Also ich glaube, wenn Eric nicht funktioniert, würde ich noch Fabregas Inform oder zweite oder dritte Inform oder halt die Inform von ihm ist glaube ich eine 89er. Oh hier, 85er Eriksen. Okay, wenn dies eine 85er ist, dann ist meine ja nur eine dritte Inform, oder? Weil ich habe eine 88er. Ja, dann ist meine eine dritte Inform. Ich dachte, das wäre die vierte gewesen. Kein spektakuläres Team vom Gegner. Schauen wir mal, wie er spielt. Erste Runde. Ich habe ewig keine erste Runde mehr gespielt. Vielleicht ist es ja auch ein totaler Aufbaugegner. Das ist total einfach, aber er kann natürlich auch total schwer sein. Schauen wir mal, ich bin gespannt auf Eriksen. Oh, erster Pass von Eriksen kam gut. Das scheint auf jeden Fall ein etwas ruhigerer Spieler zu sein. Kleine Lags. Oh Gott, was ist denn das gewesen? Okay, es gab kleine Lags, dann hat sich das Spiel direkt gedacht, oh, wir haben keinen Bock mehr. Nachteil, Verträge weg, Vorteil, wir haben ein regeneriertes, volles, gesundes Team der Bundesliga. Sehr schön. Mal gucken, was jetzt kommt. Schlechter oder besser das Team? Ich denke mal besser. Bestimmt wieder die Mega-Granate. Ich wusste es! Ist es einfach immer so? Also es ist nicht immer so. Ich glaube, einmal war es nicht so. Aber gefühlt ist es immer so. Und es ist super oft so. Wenn ein schwächerer Gegner kommt und das Spiel bricht ab, am besten noch sehr zeitnah, dann kommt als nächstes immer das absolute Überteam. Nicht immer. Also ich bin mir zu 99% sicher, dass genau mindestens einmal so war, dass danach kein Mega-Überteam kam. Aber das war halt einmal. Und ich weiß, dass es extrem oft der Fall ist, dass halt so ein Überteam kommt. Also das ist
Schon sehr auffällig. Oh, wir waren schon vorbei. Ich wusste nicht, dass er sich da hinstellt. Das war das Problem. Ach ja, ich habe auch überlegt, ob ich nochmal den Außenverteidiger van Aanholt teste, weil ich nochmal mega Positives über den gelesen habe. Das soll halt total abgehen, habe ich gehört. Weil der jetzt einfach die Ecke haben und hat er gedacht, er kommt da vorbei. Ja, ich spiele mit den Gedanken, statt Aspidi halt nochmal van Aanholt zu testen, aber. Ich gefällt mir sein Arbeitsrat nicht so sehr, aber naja, ich werde ihn wahrscheinlich eventuell irgendwann noch mal testen, wenn ich die Kohle übrig habe. Oder wenn er halt eine Second Info bekommt, dann werde ich die auf jeden Fall testen. Weil dann hätte ich ja logischerweise noch mal. Oh, das war zu weit, der Pass. Warte. Wenn er eine Second Info bekommt, hat er ja logischerweise dann noch mal deutlich geilere Werte, auch was die Defense-Werte angehen. Ansonsten war bis her ja bloß sein Pace-Wert das Überragende. Oh, das war schlecht von ihm. Das war auch schlecht von ihm. Kein Foul, was ist denn da los? Hab nicht das Gefühl, dass der Gegner so gut spielt. Er ist relativ uninspiriert, macht keine Tricks oder so im Angriff. Man kann ihn hier über außen relativ einfach vernaschen, muss halt nur mal in die Mitte kommen. Arnautovic dürfte mal nicht so eine krasse Kurve laufen. Schade, ich wollte nochmal auf Eriksen spielen. Aber da kam der Pass von Gueye leider nicht so geil. Schon wieder relativ offensichtlich, wie er da läuft. Das fühlt sich gerade irgendwie nicht so geil an, muss ich sagen. Die Spieler zu steuern. Kommt gerade nicht so durch, wie ich das will. Und Eriksen positioniert sich halt hinter den Spieler statt davor. Interessant. Ich wusste, dass er das macht. Also er hat einfach versucht, über die Pace an ihm vorbeizuziehen. Ich sage ja, relativ uninspiriert. Ich meine, ich habe es bisher auch noch nicht gefährlich vor seinen Kasten geschafft. Vielleicht verteidigt er auch wieder besser als er angreift. Er nimmt Arnautovic den Ball leider nicht gut mit. Ich dachte, den Ball bekomme ich. Fuck. Ja, verteidigt leider nicht so schwach, wie er angreift. Da war der Fuß des Gegners drin, bevor ich ihn passen konnte. Ich sage ja, es ist gerade, es fühlt sich ein bisschen merkwürdig, aber gut, Reed hat auch keinen guten Passwert, das muss man mal dazu sagen. Das ist so der Nachteil meiner beiden. Ich hatte direkt auf Passen gedrückt. Das ist der Nachteil meiner beiden Innenverteidiger der Premier League, dass die keinen guten Passwert haben. Auch kein gutes Dribbling, aber der Passwert ist halt. Ah, fuck. Nochmal entscheidender. Oh.
Oh, wieder schießt er nicht direkt. Hat natürlich direkt auf Schießen gedrückt, aber hat er keinen Bock drauf gehabt. Ich nehme den Ball lieber ein und versuche dann, ihn wieder zu verlieren, indem der Torhüter ihn mir wegschnappt. Sehr gut, ist nur ein Einwurf. Er macht immer das Gleiche, er ist eigentlich super uninspiriert. Ich kann eigentlich auch keine großen Töne spucken, weil ich komme auch nicht durch, was den Angriff angeht. Vielleicht stelle ich da mal um in der Halbzeit auf zum Beispiel zwei Spitzen. Oh nein, ich habe es geahnt. Das war so klar, oder? Es war so klar, total uninspiriert, schwächer noch als ich, aber er lackt sich natürlich das 1-0. Was sonst? Aber jetzt stelle ich mal um, weil wir kommen halt einfach nicht durch. Wir haben auch kein einziges Mal geschossen, oder? Sage ich doch. Probier mal zwei Spitzen. Da bietet sich natürlich am besten Mané an als zweite Spitze. Boah, wer ist denn der mehr? Ich glaube, Can spielt, ist der mehr mitspielende Sechser. Oh, die Steuerung ist echt nervig, so. Mal schauen, wenn nicht, werde ich dann in der zweiten Hälfte mal die 4-3-2-1 probieren. Oh, wie defensiv halt direkt steht. Kein schlechter Schuss von Benteke, schade. Aber immer mein Schuss, ne? So schwach. Hä? Wo wollte denn den spielen? Geil, oder? Einfach mit Mané auf Benteke geflankt, der komplett freistand und dann flach ins lange Eck und da ist das Ding halt drin. Ich habe halt gedacht, er macht einen Kopfball, aber er stand halt so frei, da habe ich mir gedacht, okay, kannst du den Ball auch annehmen, was er auch macht. Und damit ist das Ding ausgeglichen und ja, es war eine gute Chance, von daher, und es war rausgespielt, von daher ausgleichende Gerechtigkeit oder vielleicht sogar verdient. Lass noch mal die Formation, ja, der hat ein Tor gebracht, vielleicht schaffen wir noch eins. Ja, erst in der zweiten Hälfte vielleicht. Aber das war natürlich ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. War auch total schlechte Zuordnung da. Benteke halt komplett frei, also eigentlich komplett dumm. Da darf man den natürlich nicht stehen lassen. Das war sträflich, sagt man doch auch gerne im Fußball. Hat ihn sträflich allein gelassen. Boah, ich dachte, Benteke rennt mal los. Ich habe ihm den Lauf geschickt. Und da war aber halt an der Grenze der Abwehrspieler und dachte, wenn du ihn jetzt nicht direkt anspielst. Sehr gut von Reed. What? Oh, den habe ich sowas von drin gesehen. Was zur Hölle? Wie schießt er denn den vorbei? Auch wenn er aus der Drehung war, egal. Eriksen kann schon mal gut den Ball protecten. Hier haben wir Glück gehabt, das war getunnelt. Boah, ey, da steht so eng, ey, da steht so defensiv, so Wahnsinn. Ja, die Schussdurchung hat gar nichts gebracht. Sag ja, er spielt eigentlich schlecht, ne? Ja, da kommt dann wieder nicht mehr der an den Ball, der ihn eigentlich, eigentlich kriegen soll und die anderen schießen auch nicht. Insigne, ich sag ja Pace. Ja, macht nichts, er rennt einfach nur mit Insigne. Scheiße, jetzt schafft es auch noch durchzudribbeln. Oh nein. Oh, das wäre jetzt natürlich ein krasser Ausgleich gewesen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, mit Insigne damals ins Dribbling zu kommen, aber...
Er ist eigentlich total schwach im Angriff, muss man leider so sagen. Fuck, da waren wir noch zu sehr im Sprint drin. Ja, ich spiele gerade auch nicht hervorragend, aber ich hoffe mal, dass wir trotzdem das hier noch irgendwie vor der Halbzeit, Quatsch, vor dem. Was sind denn das für Distanzschüsse von Leuten, die mega krasse Schusswerte haben? Ich wusste es. Scheiße. Oh, wa wer, wer? Es wäre so unverdient wieder gewesen. Was für eine Slapstick-Scheiße war das denn? Ich sag doch, es fühlt sich gerade ganz komisch an, das Spiel. Ganz, ganz merkwürdig. Wieder schaffen wir es nicht mit Lack da ein Tor zu schießen. Passt wieder nicht. Wo passt denn der hin? Zwei Pässe, die wieder beide nicht dahin sollten. Oh, jetzt bitte nicht abbrechen. Es bricht ab. Oh nein, oder? Wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Es bricht auf jeden Fall ab. Was? Es geht weiter? Oh mein Gott! Nee, es bricht. Was? Oh, 24 Stunden Disconnect. Wieder zu einer Uhrzeit, wo ich ihn nicht eingestellt habe. Halt's Maul, Glückwunsch an den Gegner, dass er das Spiel nochmal machen darf. Zum Glück ging es hier um gar nichts und zum Glück finde ich es jetzt raus, bevor die Weekend League losgeht. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Wenn ich das erst morgen rausgefunden habe, ich meine, es ist schon ein bisschen später, aber nicht so spät, wie eigentlich der 24-Stunden-Disconnect kommen sollte. Zum Glück habe ich es jetzt rausgefunden, von daher scheißegal. Dann kann ich. Ja, dann weiß ich Bescheid und werde ihn beim nächsten Mal umgehen. Eriksen haben wir jetzt noch nicht wirklich rausgefunden, aber geil ist. Ja, was soll's? Ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö.